B1.3. Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Werte von x es Rauten a in b in c in d n gibt. Geben Sie das Intervall für x an. Schauen wir uns nochmal die Zeichnung an und überlegen, für welche x denn solche Rauten existieren. Vielleicht noch als Hilfslinie, hier wenn man so ein Lineal einblendet. Erstmal die db, die beeinflusst diese Raute überhaupt nicht. Die ist immer zwei Längeneinheiten lang, egal wo die Raute liegt. Da können wir als nichts draus ablesen. Aber was passiert denn mit der AC? Ja, Punkte A und C, die wandern ja hier irgendwo auf der Parabel bzw. auf der Geraden, je nachdem, wie groß unser x ist. Wenn wir jetzt hier weiter nach links gehen, dann würden wir sehen, die Strecke AC wird immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und in diesem Punkt, ich markiere mal farbig hier mit Rot, in diesem Punkt fallen Punkte A und C zusammen. Da wird es dann keine Raute mehr geben, weil A und C genau identisch sind. Und damit wird die Höhe der Raute, die Diagonale der Raute, hat die Länge 0. Und damit gibt es keine Raute mehr. Gleiches Spiel, wenn wir weiter nach rechts gehen. Hier sehen wir auch wieder, hier wird die Diagonale immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Bis Punkte A und C hier zusammenfallen und wieder in den gleichen Punkt fallen. Also auch hier wieder die Länge der Diagonale 0 ergibt. Das bedeutet also, diese Rauten existieren nur zwischen diesen beiden Punkten und das sind die Schnittpunkte der Parabel mit der Geraden. Wir müssen also Schnittpunkte berechnen. Vielleicht könnte uns jemand sagen, Moment, diese AC könnte auch hier draußen liegen. Da gibt es so wieder Rauten. Das Problem ist nur, dass dann hier unten der Punkt C und oben der Punkt A wäre und damit der Umlaufsinn falsch. Ja, Punkt B läge immer noch hier und Punkt D hier drüben. Dann hätten wir Rauten C, B, A, D. Und die sind nicht gefragt, ja, sind nur A, B, C, D gefragt. Das heißt, die fallen dann weg. Also alles, was innerhalb dieser zwei Schnittpunkte liegt, ist jetzt gesucht. Und dafür müssen wir das Intervall berechnen und dafür müssen wir Schnittpunkte berechnen. Schnittpunkte, Parabel und einer Gerade geht man wie folgt vor. Man nimmt die Parabelgleichung und setzt sie gleich der Geradengleichung. Wir haben also 0,5x minus 2. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen größer. Das ist die Geradengleichung, ist gleich 0,5x² minus 5x plus 7. Ja, also Gerade gleich Parabel. Wann nehmen die beiden den gleichen Wert an? So, wie lösen wir das jetzt auf? Wir haben eine quadratische Gleichung und dafür brauchen wir die Mitternachtsformeln, wenn wir es mit per Hand lösen wollen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wenn der Taschenrechner das zulässt, wie zum Beispiel Calc Intersection oder Tool PoDi 2. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Achtung, Formsolver, der kann zwar auch lösen, aber er würde nur eine Lösung rausbringen. Also wenn, dann den Grafiksolver benutzen, der auch zwei Lösungen anzeigen kann. Ich löse das jetzt über die Mitternachtsformel, weil die geht auf jeden Fall, egal welchen Taschenrechner man benutzt. Erster Schritt ist, wir müssen diese Gleichung so auflösen, dass auf einer Seite nur noch 0 steht. Das bedeutet also, alles, was ich auf der linken Seite habe, bringe ich irgendwie auf die rechte Seite rüber. Wie funktioniert das? Äquivalenzumformung. Das heißt, ich bringe einmal die 0,5 mit minus 0,5x rüber und dann noch plus 2. Dann habe ich hier also stehen, 0 ist gleich 0,5x² minus 5x minus 0,5x sind minus 5,5x und 7 plus 2 sind 9. So, als nächstes brauche ich jetzt natürlich die Mitternachtsformel, die steht hoffentlich in jeder Formelsammlung drin. Schritt 1, die Diskriminante bestimmen. Die lässt sich bestimmen aus b² minus 4 mal a mal c. Damit überprüfen wir, ob es überhaupt Lösungen gibt. Ja, wir haben aus der Zeichnung gesehen, es muss zwei Schnittpunkte geben, also wird auch die Diskriminante auf jeden Fall zwei Lösungen positiv sein und damit zwei Lösungen anzeigen. So, jetzt nur die Frage, was ist b, was ist a und was ist c? Das können wir hier aus dieser quadratischen Gleichung entnehmen. Das Ding vom x² ist immer unser a, das Ding vom x ist immer das b und das Ding ohne x ist immer c. Ja. Also, setzt mal ein, d ist gleich, gleich einsetzen, b haben wir mit minus 5,5 in Klammern zum Quadrat, minus 4 mal, a ist 0,5 mal und c war 9. So, das tippen wir jetzt ganz normal in den Taschenrechner ein. Das kann auch jeder normale Taschenrechner rechnen.
5,5 Quadrat minus 4 mal 0,5 mal 9 sind 12,25. Ja, Größe 0, das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei Lösungen. Als nächstes brauchen wir die Lösungsformel, die sieht aus, x12 ist gleich minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Die steht glücklicherweise auch in jeder Formelsammlung drin, so hoffe ich zumindest. Also, Lösungsformel x12 ist gleich minus b. B war minus 5,5, also haben wir jetzt dadurch plus 5,5. Und jetzt geht man zuerst die Plusrichtung und im zweiten Schritt, ja, teilen wir es hier auf, gehen wir dann die Minusrichtung. Also erst plus Wurzel aus 12,25. Geteilt durch 2 mal a, a war 0,5, also geteilt durch 1. Das kann man jetzt auch in einen Taschenrechner eingeben. Und was kommt dabei raus? Ein Wert von 9. x2 ist gleich wieder minus b, diesmal minus die Wurzel aus 12,25 geteilt durch 1. So, ist gleich, kann man auch wieder eintippen und da kommt 2 raus. So, und das bedeutet also, x liegt im Bereich von, ja halt, eigentlich 2 und 9 sind nicht mehr erlaubt, weil da gibt es ja keine Rauten mehr, also von 2 bis 9.